The Kaufman. And the Parrot. Hallo, hallo. Hallo, hallo, ihr Lieben. Auf der Suche nach neuen Formen des Geschichtenerzählen aus der Kaufmann und der Papagei. Habe ich mir gedacht, ich lese die Geschichte heute mal, indem ich ein wenig umherschlendere. Heute gibt es die Geschichte Zwei Freunde und vier Frauen. Passend dazu, dass dieses wunderbare Buch dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Zwei Freunde und vier Frauen. Wie schön ist es, zwei Frauen zu haben, schwärmte ein Mann vor seinem Freund, als beide zu einer Wasserpfeife gemeinsam in einem Kaffeehaus saßen. Mit den blumenreichsten Worten pries er die Abwechslung und die Herrlichkeit des Erlebnisses, dass zwei Blumen so unterschiedlich dufteten. Die Augen des anderen wurden groß und größer. Wie im Paradies, dachte er, muss es meinem Freund ergehen. Warum soll gerade ich nicht von dem Honig zweier Frauen kosten, wo es mein Freund Nacht für Nacht wohl tut? Bald heiratete er eine zweite Frau. Als er aber in der Hochzeitsnacht das Bett mit ihr teilen wollte, wies sie ihn zornig zurück. Lass mich schlafen, geh doch zu deiner ersten Frau. Das dritte Rad am Wagen will ich nicht spielen. Entweder ich oder deine andere Frau. Um Trost zu suchen, ging er zu der anderen Frau. Als er aber zu ihr ins Bett schlüpfen wollte, schimpfte diese: Nein, 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 mit mir nicht. Wenn du eine zweite Frau geheiratet hast und ich dir nicht gut genug bin, geh doch zu ihr. Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als sein eigenes Haus zu verlassen und in die nahegelegene Moschee zu gehen, um dort eine Ruhestatt zu finden. Als er versuchte, in der Gebetshaltung einzuschlafen, hörte er hinter sich ein Räuspern. Erstaunt drehte er sich um, denn der Ankömmling war niemand anders als sein guter Freund, der ihm von den Freuden, zwei Frauen zu haben, vorgeschwärmt hatte. »Warum bist du denn hierher gekommen?« fragte er ihn verwundert. »Ach, meine Frauen haben mich nicht zu sich gelassen. Das geht schon viele Wochen so.« »Ja, aber warum hast du mir denn erzählt, wie schön es ist, mit zwei Frauen zusammenzuleben?« Verschämt antwortete der Freund. »Ach, ich fühlte mich so einsam in dieser Moschee und wünschte mir, einen Freund bei mir zu haben.« Was für eine Geschichte. Unglaublich. And today the story is called Two Friends and Four Women. And this mashes up with the fact that this wonderful book is 40 years old this year in March. Two Friends and Four Women. How wonderful it is to have two women. A man raised to one of his friends as the two smoked a water pipe in a coffee house. With the most flowery words, he praised the variety and the magnificence of experiencing the fact that two blossoms can smell so different. The friend's eyes became bigger and bigger. My friend must have it as good as in paradise, he thought to himself. Why shouldn't I also taste the honey of two women as my friend here probably does? Soon after that, he married a second woman. When he tried to share the bed with her on the wedding night, she rejected him angrily. Let me sleep, she said. Go to your first wife. I don't want to be a fifth wheel. Either me or your other wife. To find consolation, he went to his other wife. But when he tried to slip into bed next to her, she complained, Not with me.
If you have married a second woman and I'm not enough for you, just go back to her. There was nothing left for him to do but leave the house and go to the nearby mosque to find a place to sleep there. When he tried to fall asleep in a praying position, he heard someone clearing his throat behind him. Astonished, he turned around, for the person who had just arrived was none other than his good friend who had raised about how wonderful it was to have two wives. "Why did you come here?" he asked him, amazed. "My wives wouldn't let me get near them. That's been going on for several weeks now." "But why did you tell me how great it is to live with two women?" Ashamed, the friend answered, "Oh, I felt so lonesome in this mosque. I wanted to have a friend with me." Oh, 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 oh. So be careful what your friends are telling you and what they are roasting about. And come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot. Oriental stories as tools in positive psychotherapy. Dann passt auf, was eure Freunde euch erzählen. Glaubt nicht alles, wovon sie schwärmen. Und kommt morgen wieder zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Bis dann.